Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zu den grundlegenden Komponenten des Talab al-Ilm oder zu den allgemeinen, wie ich sie am Anfang beschrieb, Richtlinien und Meilensteine, zählt auch der Eifer und das Interesse des Schülers, das Erlernte zu festigen. Daher sagte al-Mizzi, er sagte, man haza al-ilma wa dhakarahu sa'id al-dunyahu wa akhiratuh. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. Wer das Wissen ergattert und es wiederholt, ذاكره, es wiederholt, also lernen und wiederholen, sein diesseitiges und jenseitiges Leben ist mit Glück beschert. فأدم للعلم مذاكرة. So bleib dabei, halte dich daran, das Wissen zu wiederholen. Warum? Er begründet das in einer allegorischen Art und Weise. Er sagt, das Wissen erhält man am Leben durch das Wiederholen. Wiederholt man es nicht, stirbt es. Wiederholt man es, hält man es am Leben. Nun, was für Mittel gibt es, um das Wissen, erlernte Wissen auch zu festigen? Unter anderem, dass man es von erfahrenen Menschen lernt, dass man es aus den Mündern der Maschaich lernt, die auserwählt sind und dazu geeignet sind, dass man das Wissen von ihnen nimmt. So nimmt man es nicht von irgendjemandem, der sich zur Unterrichtung des Wissens aufstellt. Denn der Schaden, der daraus resultiert, dass ungelehrte Personen denken, sie müssen etwas Gutes tun, müssen der Umma etwas Gutes tun und setzen sich dann zum Unterrichten hin, der Schaden, der daraus resultiert, ist meistens viel größer als der Nutzen, der potenzielle Nutzen, der hier eigentlich gefördert werden sollte. Denn der Mensch hält sich oft nicht zurück. Und jemand, der die grundsätzlichen Wissenschaften des Islams nicht kennt, die arabische Sprache nicht kennt mit ihren Wissenschaften, der hat kein Wort zu äußern. Und sein Verständnis und sein Verstehen über die Dinge ist überhaupt nicht ausschlaggebend. Leider ist es auch oft so, dass die Leute mit Begriffen, sich mit Begriffen bewerfen, deren Realitäten sie gar nicht kennen. Teilweise besteht Literatur, ganze komplexe Thematiken handeln um ein einziges Wort, über das die Ulama Abhandlungen, mannigfaltige Abhandlungen geschrieben haben. Und der einfache Laie hat hier und da ein bisschen was über ein Wort aufgeschnappt und baut sich sein ganzes religiöse Konstrukt auf dieses bisschen, diesen Tropfen Wissen, das er bekommen hat, auf und urteilt und verurteilt danach. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Und das passiert teilweise auch von Laien, die sich eben für diese Sache aufgestellt haben, die sich dazu berufen fühlen. Daher ist es wichtig, dass man das Wissen nur von wirklich geschulten Menschen erlernt, die ein gewisses, ein Kernstudium hinter sich haben. Daher sagte Imam Muhammad ibn Sirin, der im Jahr 110 nach der Hijra gestorben ist, er sagt, لم يكونوا يسألون عن الإسناد. Man fragte nicht nach dem Isnad. لما وقعت الفتنة, als aber dann die Fitna, also die Versuche und hier die verschiedenen Irrlehren entstanden sind, قالوا سموا لنا رجالكم. Da sagte man, ab da an sagte man, nennt uns eure Männer. فينظروا إلى أهل السنة فيأخذوا حديثهم. Da schaute man zu den Leuten der Ahlus Sunnah und nahm ihren Hadith und schaute zu den Ahlul Bid'ah und mit ihren Hadith. Das ist so ein allgemeines Fundament für den Talab al-Ilm. Was die Riwaya des Hadith angeht, so gibt es, das ist ein anderes, das ist ein Thema für sich, die Riwaya, Überlieferung von Ahlul Bid'ah. Das ist ein Thema für sich, das ist nicht unsere Sache hier. Das ist also einer der Faktoren, die ausschlaggebend sind. Dass man nicht nur ein Sahafi ist, dass man das Wissen nicht nur aus den Büchern entnommen hat. Die andere Sache ist, dass man sich begleiten lässt von den Schuyuch und durch sie das Wissen erlernt. Ein weiterer Faktor für das Befestigen des Ilms ist das korrekte Verstehen. Etwas gut zu verstehen erleichtert das Einprägen und Merken des Wissens. Zweitens, dass man es auswendig lernt, also bewusst auswendig lernt und es umsetzt. Amir
Ibn Shurahil al-Sha'bi, Mensheim Jahr 103 nach der Hijra gestorben ist, er sagte, kunna nasta'inu ala hifzi al-hadithi bil-amal. Kunna nasta'inu ala hifzi al-hadith bil-amal. Wir pflegten uns beim Erlernen oder Einprägen des Hadith mit der Umsetzung zu unterstützen. Es ist bewusst und bekannt, dass umgesetztes, angewandtes Wissen, yani die Wahrscheinlichkeit, dass man es behält, ist sehr hoch, bis zu 90%. Wobei das bloße Hören und das Sehen von Informationen, die Wahrscheinlichkeit, das zu behalten, ist viel geringer. Al-Imam Ahmad, rahimahullah, er sagte, ما بلغني حديث إلا عملت به. وَمَا عَمِلْتُ بِهِ إِلَّا حَفِظْتُ. Es ist mir noch nie ein Hadith zu Ohren gekommen, außer dass ich ihn umgesetzt habe. Und ich habe nie einen Hadith umgesetzt, außer dass ich ihn mir eingeprägt habe. Waqi' ibn al-Jarrah sagte, إِذَا أَرَدْتَ أَن تَحْفَظَ الْحَدِيثِ فَعْمَلْ بِهِ. Wenn du ein Hadith einprägen willst, dann setze ihn um. Ein weiterer Faktor, das Wissen einzuprägen, ist es mit Mitschülern oder mit den Schuyuch auszutauschen, es mit ihnen unmittelbar auszutauschen und mit ihnen diese Thematiken zu studieren. Austausch. Der Austausch, dass man, ist eine sehr effektive Sache. Ibn Khuldun erwähnte in seiner Muqaddima und sagte, dass das, yani dieses aktive Austausch, der stattfindet durch Gespräche, Einwände, Gespräche, Erklärungen, Ideen, Einfall, dass dies das Wissen viel mehr befestigt als das bloße, sture Auswendiglernen von Texten. Ein weiterer Faktor ist es, sich mit Geduld und Standhaftigkeit und Eifer auszustatten. Eines der größten Phänomene, die auf Geduld, Standhaftigkeit und Eifer hinweisen, sind die Reisen, die fernen Reisen, die die Ahlul Ilm für das Wissen in Kauf genommen haben, die Schwierigkeiten, die damit eingehen. Begonnen mit den Sahaba, radiyallahu anhum, so kam es vor, dass einer von ihnen für einen einzigen Hadith eine Reise eines Monats in Kauf nahm. Sa'id ibn Musayyib oder Al-Musayyib, welcher auch als der Sayyidut Tabi'in bezeichnet wird, Sayyidut Tabi'in, und auch einer der Al-Fuqaha al-Sab'a ist, er sagte, in kuntu la asiru fi talab al-hadith al-wahid masirat al-layali wal-ayyam. Es kam vor, dass ich für einen einzigen Hadith einen Marsch in Kauf nahm, der Nächte und Tage andauert. Das heißt, Geduld und ebenfalls die Fähigkeit, nicht zu überstürzen, nicht übereilig zu sein. Das ist eine Sache, die die Shuyukh und die Ahlul Ilm auch ihren Schülern empfahlen. Al-Zuhri sagte, Yunus ibn Yazid sagte, dass Al-Zuhri zu mir sagte, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, er sagte, La ta'khudhi al-ilma jumla, nimm das Wissen nicht einmal auf. Fa'inna man rama akhdahu jumla, dahaba anhu jumla. Wer es nämlich auf einmal alles aufnehmen möchte, dem wird es auch auf einmal wieder alles entgehen. ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. Aber nimm es Stück für Stück mit den Nächten und den Tagen. Eine der fünften Mittel, um dieses Wissen zu festigen, ist es, auch den Eifer zu haben, es zu verteilen, es auszubreiten, dieses Wissen. Nachdem man aber natürlich in einer gewissen Art und Weise ausgereift ist, nachdem man ausgereift ist. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das Umar radiallahu ta'ala anhu in den Mund gelegt wird. Und das ist ein Sprichwort, das sagt man für jemanden, der etwas überstürzt und sich in Situationen bringt, denen er noch nicht gewachsen ist. Man sagt, tazabbaba qabla an yatahasram. Das heißt, er ist zur Rosine geworden, wo er noch nicht mal eine ausgereifte Traube war. Daher sagte Bishr ibn al-Harith, er sagte, innama yuradu min al-ilm al-amal. Das Wissen wird nur wegen dem Amal, wegen der Handlung erlernt. Isma', hör zu, erste Stufe des Wissens, zuhören. Und das ist auch ein Problem, das wir heute haben. Die Schüler
Und auch Nichtschüler, also Leute, die nicht tatsächlich aktiv am Lernprozess beteiligt sind, sondern nur hier und da mal etwas aufnehmen, dass sie nicht gewollt sind zu hören. Sie müssen sich äußern, bevor sie überhaupt ein Sachverhalt in seiner Gesamtheit gehört oder überhaupt verstanden haben. Innama yuradu min al-ilm al-amal, isma, hör zu, wa ta'allam, lern. Nach dem Hören kommt das Lernen. Wa'alam, und dann wisse. Das heißt, dass der Lernprozess, etwas in sich aufgenommen zu haben, dem gehen zwei Dinge voraus. Hören und dann das Gehörte in sich aufnehmen, fest aufnehmen. Und dann spricht man vom Ilm. Und dann die vierte Stufe, wa'allim, wahrub. Und die fünfte Stufe, flüchte. Eine der weiteren Dinge, die einen Menschen bewahren davor, dass sein Wissen und seine Zeit verloren geht. Denn eines der Dinge, die die geistigen Fähigkeiten der Menschen oder des Menschen tatsächlich einschränken können, sind Sorgen. Und eine der Hauptursachen, die für die Sorgen sind die Streitgespräche, Dispute. Und besonders dann, wenn man Dispute hat mit Leuten, die der Sache nicht gewachsen sind. Das belastet die Psyche des Menschen, seinen Geist und seine Seele. Das betrübt ihn. Das lässt Gram in sein Herz eindringen. Und das schränkt ihn in seiner Konzentration, in seinen Denkfähigkeiten ein. Deswegen eines der Dinge, die also zu den Faktoren zählen, zur Festigung des Elms, diese Streitgespräche und Dispute und derartiges zu meiden.